Und da sind wir natürlich hier zu Destiny in Part Nummer 13 und natürlich immer noch hier in der Höhle, Mond, Gedöns, obwohl hier oben könnte ich abhauen. Aber nein, ich will komplett raus, wenn, dann will ich die Mission weitermachen. Oder ich gehe raus, gehe zum Orbit, mach meine Sachen fertig und komm dann wieder zum Mond. Also hin und her und her und hin. Auf jeden Fall will ich erstmal hier den normalen Weg hier raus. Ich will nicht sofort zum Orbit verschwinden. Nein, will ich nicht. Ich will ganz normal hier raus. Mein Gott, ich glaube, ich bin raus. Ich sehe einen. My friend. So. Ach, das ist ein Ritter. Oh, die Waffe aber haut rein. Die Waffe haut rein. Leute, die Waffe ist gut. Ah, du bist doch scheiße. Ah, verkackt. Oh. Wow. So, dankeschön. Ne? So. Aber einen netten Kollegen, der uns hier rausgeholt hat. Finde ich super. Way. Ich bin raus. Ich hab's geschafft. Weiß der Kuckuck, wo ich bin. Aber ich hab's geschafft. Ich bin aber zu weit weg. Geil. Oh, herrlich. Komm. Wow, Hauptsache raus. Herrlich. Hey, wartet mal. Ich hab jetzt einen ganz blöde Idee. Nein. Wir rüsten uns erstmal auf mit dem Scharfschützengewehr. Und smashen den am Kopf. Da. Ah. Tut weh, wa? Oh, oh, ich wollte ihn jetzt gemütlich treffen. Ja, erstmal nachladen. Da muss aber auf jeden Fall mehr Muni hin. Ist nicht weg? Ne, der da versteckt sich da, aber den kriege ich bestimmt nicht so. Aber den kann ich noch kriegen. So geht's doch. Und der letzte? Feigling. Ja, gut. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ah, ich glaube, Höhlenwege werde ich jetzt nicht ausprobieren. Ich gehe jetzt da oben hin. So, Hauptsache weg. Wo kommt der denn her? Geh mal die Scheiße her. Und Tschüssikowski. Ja, geil, dass zum Glück noch irgendeiner da ankam und uns gerettet hat. Geschweige denn, mich gerettet hat. Finde ich cool. Deswegen habe ich mich auch bedankt. Oh, haben wir hier was Besonderes? Wie du sagst, ja. Irgendwas. Geist oder sowas. Oder nix. Und wenn, ja, warum nicht? Ach, ist doch egal. Alles Geizhälse. Ich will eigentlich jetzt hier weg. Trotzdem, ich bleib dabei. Der Mond. Ist geil. Hey, wir haben hier was erreicht. Trollig. Ah, das nehme ich mit. Wollte gerade sagen, sag mir jetzt nicht, ich bin hier total im Kreis gelaufen ohne Ende. So. Da ist aktiviert. So, aktivieren wir mal die Scheiße. Wir bezahlen für Geistanalysen von Reliktenhüter. Wir brauchen sie für ein neues goldenes Zeitalter. Ja, gut. Dann saugen wir mal dafür. Wie weit ist das? Oh ja, doch ein bisschen weit, ne? Okay, den kriege ich vielleicht am Kopf, oder? Oh! Ui! Und keine Muni. Schade. Obwohl, es war fett. Gut, Datensätze übertragen. Das machen wir jetzt gleich. Ich hole mir erstmal meinen Sparrow und düst dann jetzt erstmal hier weg. Da. So, nee, Höhlen meine ich jetzt. Ja, dachte ich mir schon. Wollte jetzt nicht hier drunter. Hab mir schon gedacht, dass es da in der Richtung geht. Und dann? Oh, das ist scheiße.
Das tut weh. War nicht schnell genug. So. So, Schulligänse. Ein bisschen doof abgebogen, ne? Ich sammle jetzt nichts hier ein. So. Ich habe ja schon da welche. Spinnen da nicht allein. Komm mir irgendwie bekannt vor hier. Super ist bereit. Ja, finde ich super. Oh. So. Das muss aber hier reinhauen. Die Waffe muss reinhauen. Ja, ist klar. Kriege ich voll wieder eingezwiebelt. So. Energie wieder fresh. So, Vandale. Schnauze, Vandale. Ach, von wem kriege ich denn dauernd hier ein auf die Hucke? Du da oben. Emma. Das können wir anders klären, wenn ich da hochkommen würde. So. Ayopai. Du auch. Du. Ich sag jetzt nicht, da ist einer hinter mir, yo. Schnauze. Bin hier nämlich noch nicht fertig. So, erstmal nachladen, wegen dem Scharfschützengewehr. Nicht so ganz. Ich werde erstmal... Oh, schnell eine Waffe wechseln. Nein. Schon besser. Wow, 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 wow. Ach, klar. Schieß auf die Wand, Alpha. Okay. Das hat gebremst. Von wo jetzt? Ihr Hampelmänner. Es reicht. So, danke. Ich will nur was Besonderes mitnehmen. Mehr will ich nicht. Wo ist jetzt die Wunderkugel? Ah. Die ist bestimmt hier drinnen wieder. Oh. Ich kriege auch so platt. So, Ettersaat. Ja, warum nicht? Au. Au. Magst du nicht? Cool, ich habe was gegen dich gefunden. So, jetzt habe ich da was gefunden. Hier gefunden. Beute nehmen wir mal. Geil. Geiler HP. Ah, da will ich schon sehen, was das ist. So. Ach, der wird wiederbelebt. Alles klar. So, irgendwas muss ich doch jetzt hier machen, oder nicht? Zack. Gerade stand da irgendwie X. Irgendwas muss ich machen. Ach nee, das zum Ausbeuten. Zack. Gut gemacht. Achso. Das war's? Ja, fett. So, wieder ein paar Teile. Klar, die Missionen wiederholen dann sich. Gut, aber ich würde jetzt sagen, ab zum Orbit. Wir können ja dann später mal wieder hin. Würde ich sagen, gehen wir echt wieder zum Orbit und dann ab auf den Mond, um da ein paar Sachen frisch zu machen. Wie immer überhaupt. So, Ziel festlegen. Ne, ab auf den Mond, starten. Und dann schauen wir mal, was wir so bekommen. Ich meine, eigentlich sind solche Missionen gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt so überlegt. Denn, denn ja, was wollte ich denn sagen? Ich weiß es gerade nicht, aber ist gut. Kommt aber noch. Ich wollte irgendwann gerade sagen, irgendwas in Fresh machen, aber jetzt Hustepiepe. Egal. Alpha darf jetzt auch mal. Der darf auch mal was vergessen. Obwohl das eigentlich, wenn man so sagt, wegen der Jugend, ne, das ist doof. Ach ja, was soll man jetzt sagen? Also bis jetzt kann ich euch nur so sagen, Destiny macht unheimlich Spaß. Ich habe bisher leider nicht so mit meinen Kollegen zocken können, wegen den unterschiedlichen Schichten, die wir ja haben. Ja, das mag den einen oder anderen wundern, aber wir haben einen Job. Ja, wir sind keine Vollzeit-YouTuber. Also,
Beziehungsweise ich nicht. Schön wär's, aber so weit bin ich noch nicht. So. Guck mal erstmal. Was? Hast du was für mich? Nee, bist nicht grün, ne? Genau. Du hast aber was, weil ich ja Missionen gemacht habe. Also. Ja. Beute abholen. Beute abgeben, um Prämien zu kassieren. Cool. Stolz auf mich? Stolz auf mich. So, jetzt haben wir doch irgendwas wegen Chiffrieren, glaube ich, ne? Wegen waffenmäßig. So. Achso, nee. X ist das. Geil, wegen dem Hausbanner. So, das wollen wir mal dekorieren. So. Kryptach Rang 1. Habe ich aber jetzt nicht erreicht dort. Nee, weil das habe ich ja nicht erreicht. Alles klar. Immer, immer, immer. So, aber zur Halle der Hüter. Warum? Da werde ich gleich mal hingehen. Doch zuerst können wir pimpen. Also hier werde ich die Waffe definitiv upgraden. Das Nachladen dieser Waffe nach einem Kill gewährt kurzzeitig Bonusschaden. Ja, werde ich das mal, ne? Auswählen. Das wird verschlechtert. Das ist ja doof. So. Was haben wir denn hier? Ja, ist Level 1. Das werde ich zerlegen, würde ich mal sagen. So. Hier haben wir auch wieder eine Waffe. Was haben wir jetzt? 56. 56. Schlagkraft ist hier schlecht. Feuerrate gut. Schlagkraft ist hier sogar besser. Ich muss jetzt gerade gucken, die Unterschiede. Stabilität. Also da ist die Stabilität besser. Ah, nachher. 19, 24. Testen wir einfach die Waffe. Das ist unsere Standardwaffe. Die werde ich im Tresor reinschmeißen. Kann ich vielleicht meine Freundin geben. Ah, ja, so ein paar Sachen. Könnte ich ja echt mal geben. So. Lagern. Was haben wir denn hier Wichtiges jetzt? 24. 24, ja, komm, zerlegen wir die Kacke. Aber da muss ich erstmal aus dem Lager hier raus. Treibt tief unter den toten Ozeanen und sendet die ganze Zeit. Und wir ja. Sind die Ersten, die es knacken. 22, aber 29 ist da wirklich gut. So, boah, Helme sind geil. Was haben wir denn hier? 26. 35. Gib her damit. Zack. Wow. Finde ich cool. So, dann gehe ich aber jetzt nochmal hier rein. Gerade wegen Helm. So, dann würde ich sagen, lagern wir hier die 21. Oder? Ne, nehmen wir das hier. Moment, dann gehe ich jetzt wieder im Tresor hinein. Nehme ich die beiden mit. Weil, die könnte ich zerlegen. Also, wäre schon was. Das definitiv. So. Zerlege ich mal auch. So, und den einen. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen vertüdelt, aber spielt jetzt keine Rolle. Dann kommt der hier hin. So. Aber jetzt hier noch was Tolles. Komm, den tun wir auch mal rein. Tschüsskes. Oh, wie süß. Ach komm, ey. Tschüsskes können eigentlich auch weg. Das kann ich hier nicht gebrauchen. Zerlegen wir. Zerlegen wir. So. Sieht doch stylischer aus. Jetzt will ich aber nur mal eben schauen, ob wir da noch was verändern können. Gerade wegen Schiff oder sowas. Ich meine, muss ja bestimmt was geben. Was haben wir denn hier bei dem Waffenkammerhändler-Typ? So. Waffenmeister. Was hast du so Schönes? Momentan diese. Waffen, ah gut, da bin ich aber falscher Level. Das bringt mir jetzt erstmal nicht. Gut. Dann eben kurz zur Sprecherin, glaube ich, war das, ne? Ja, zur Halle der Hüter. Da müssen wir hin. Ich weiß jetzt nicht warum, der mir das da anzeigt. Hat sie irgendwas für uns oder. Wieso muss ich hier hin? Oder sollte ich hier hin?
Für deine Kreuzzüge. Meine Kreuzzüge. Aha, Level 4. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, Hase. Ist jetzt, ne? Und ist das Kosmodrom so übel, wie alle behaupten? Boah, es geht. Oh, erfordert Jägerklasse, aber ich bin ja kein Jäger. Aber auch geile Klamotten, was sie da haben. Ja, hier. Titanenklasse, ja, das ist aber auch fett. Titanenklasse sieht auf jeden Fall auch fett aus. So, dann haben wir ja nichts Besonderes. Ich meine, eigentlich bin ich ja hier fertig, hier gibt's ja nichts. Ja, dann kann ich ja gleich abhauen. Gut. Ich würde aber sagen, das Abhauen mache ich ja natürlich mit euch in der nächsten Folge zu Destiny. Also, liebe Freunde, sehen wir uns in Folge 14. Bis dahin, wenn wir uns wiedersehen, genieße ich hier die Aussicht. Also, Leute, bis dahin. Zum Glück habe ich es endlich aus der Höhle geschafft, da auf dem Mond. Ich meine, ich bin ja schon fast verrückt geworden. So sehr, wie ich mich verirren kann. Naja, vielleicht passiert mir das noch einmal oder auch nicht. Naja, Hauptsache, wir sind jetzt raus und wir können uns jetzt ein bisschen im Turm wieder umschauen. Danach gehen wir wieder auf eine Mission, aber das alles erst in der nächsten Folge zu Destiny.